Grüßt euch. Ich bin mal wieder unterwegs mit viel Gepäck. Oh, viel Gepäck ist bei mir dann wirklich viel vom Gewicht her. Also ich habe jetzt ungefähr Material für 4 Tage dabei. Davon ist heute, weil es extrem heiß ist, das meiste eigentlich an Wasser, 8 Liter. Und denke ich, warte mal, na stimmt gar nicht, 6 Liter sind es nur. Und ja, ich möchte mich auf was vorbereiten. Wieder einen kleinen Floh bei mir im Kopf. Das ist ein Test für, oder in Deutschland, in Bayern wird das sein für mich, oder in Kassel, in meiner alten Heimat. Ich möchte da so ein Camptraining teilnehmen und einfach mal wissen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich mit meinem Alter? Wie fit bin ich? Ich bin um 11 Uhr losgegangen und das war vom Bodenbauer Richtung Gipfelkreuz Hochschwab, irgendwas mit 2300, irgend sowas. Ich habe jetzt gerade, ich bin ungefähr eine Viertelstunde noch bis zum ersten Plateau und will denn gar nicht wissen, wie lange ich bis zum Haus schaffe. Oder überhaupt zum Gipfel. Momentan ist es hier eher flach. Eher flach ist gut. Ja. Ich bin jetzt, es müsste jetzt 12 Uhr sein. Und langsam müsste ich ein bisschen langsamer gehen. Komischerweise, keiner geht rauf, alle kommen so runter. Schauen wir mal. Bin noch im Waldstück, aber da hinten sehe ich schon, dass da langsam wieder Felsen kommt. Ich berichte, wenn ich oben bin. Euer Udo, bleibt dran.